Heute bin ich im Schloss Liebenstein bei Neckarwestheim, genauer vor der Kapelle dieses Schlosses. Wunderschön liegt dieses Schlosshotel zwischen Weinbergen. Hier gibt es eine der schönsten Renaissance-Kapellen im Ländle. Bei dem Schlossherrn Peter Wagner landen immer wieder Anfragen in Bezug auf diese Kapelle. Wir wollen hier heiraten. Geht das bei Ihnen? Manchmal kann er zusagen, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall kann er berichten, dass die Nachfragen groß sind. Viele Paare wollen heiraten, auch kirchlich. Manchmal gibt es im Vorfeld Hürden, manchmal auch unüberbrückbare Hürden. Für die katholische Seite ist die Hochzeit ein Sakrament, kein weltliches Ding. Die katholische Kirche kennt keine Scheidung, nur eine Annullierung der Ehe. Immer mehr katholische Christen gibt es, die in einer zweiten Beziehung leben und nicht wieder kirchlich heiraten dürfen. Bei all diesen Gesprächen fühle ich immer wieder, der Mensch möchte gesegnet werden. Er spürt, er kann es nicht alleine schaffen. Er spürt, er braucht eine Kraft, die nicht irdischen Gesetzen unterworfen ist. Natürlich sehen wir in Traumhochzeiten im Fernsehen, natürlich sehen wir da Bilder, die haben wir in unseren Herzen. Aber die Realität, die Schlammschlachten dann später, der Mensch sehnt sich nach einer Kraftquelle. Bieten wir als Kirche eine solche Kraftquelle, ein solches Mitschöpfen aus solch einer Kraftquelle an? In der Begleitung der Brautpaare, in der Segnung von Liebesbeziehungen, die kirchenrechtlich nicht möglich sind, segnen wir die Liebe, die Menschen miteinander verbindet. Und verbinden wir sie damit mit der Kraftquelle Gottes? Einen gesegneten Tag Ihnen allen, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.